Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. Ja, ich habe gestern meine Xbox angemacht, wollte eigentlich nur Gretzky und Lemieux upgraden und stattdessen sehe ich das. Nichts, Fehlermeldung, Netzwerkverbindung, so ging es nicht bloß mir als Xbox-Spieler, sondern so ging es auch vielen anderen. Dann ist mir eingefallen, ja, ich habe ja seit ein paar Wochen eine PlayStation, eine PS5, die ich jetzt ja, ein bisschen genutzt habe, habe ein bisschen Forbidden West gespielt, Spider-Man Miles Morales gespielt und jetzt eben kam seit gestern eben NHL 24 hier ins PlayStation Plus mit rein, also umsonst. Und umsonst klingt ja immer gut, das heißt, viele von euch werden sich denken, ja gut, ich habe es früher mal gespielt, ich fange jetzt mal an. Mir ging es jetzt genauso, ich habe mir gestern auch gedacht, naja, meine beiden Hauptteams sind eh schon bei 99, fang's dir nochmal neu an und deswegen hat mich das zu diesem Video inspiriert. Los geht's. Ging dann erstmal los mit dem Starter-Pack auswählen, da war mein X-Faktor dann Jordan Kyrou als Power-Up-Icon, hatte ich Teponuminen. Und da ist, muss ich auch sagen, wo wir im Oktober angefangen haben mit dem Spiel, hat man nur Silber- und Bronze-Spieler im Team, im Starterpack. Das waren zumindest Goldspieler. Ich hatte sogar, glaube ich, eine 83er Ray Tame drin. Also zumindest nicht, fängt man nicht ganz bei Null an. Und eben einen Power-Up-Icon, da war, glaube ich, auch im Startpack keiner dabei. Da haben wir eben nur den X-Faktor. Ich dann erstmal 2, 3, 4 Hood Rush-Spiele gespielt. Einfach mal, um mit der Steuerung auch klarzukommen, ganz ehrlich. Und dann einfach eine Squad-Battle auf Rookie auf 3 Minuten gemacht und damit zurück zu mir. Und gerade für PS Plus Spieler gibt es hier einige Willkommenssachen. Ich denke mal, dass es für PS Plus sein soll. Wir haben nämlich die Juli-Bonus-Geschichten. 6 Bullies gewinnen, gibt ein Premium-Pack. 20 Schlägerchecks machen, gibt ein Premium-Pack. 24 Schulterchecks, ein Premium-Pack. 15 Tore erzielen, gibt ein NHL Gold-Profis-Pack. Dann 20 Tore erzielen, Elite-Pack. 15 Assists spielen, ein NHL Gold-Pack. 20 Assists spielen, gibt es ein Elite-Pack. Wenn ihr alles abgeschlossen habt, bekommt ihr dann sogar ein Ultimate-Pack. Also Aufwand, Squad Battle auf Rookie, 3, vielleicht sogar 4 Minuten, dann ist es ein Spiel. Und als allererstes den NHL Awards Moment Nummer 1 gespielt, wo man zumindest den 87er Max Patch Ready bekommt. Der ist dann gleich natürlich in die erste Reihe von meinem Lineup gerutscht. Nach einem Spiel bekommt man dann gleich direkt den 88er Helden, war bei mir Schuster, ich glaube bei den meisten war es Schuster, und eben Zach Werenski als Elite-Spieler. So wie nach 13 Toren, was es war, hat man dann auch den Draft Richie bekommen. Und dann gerade nach den ganzen Juli-Aufgaben sah nach 2 Spielen, das ist jetzt hier mein drittes Spiel gewesen, sah das dann so, also schon einige Ziele erfüllt und dementsprechend auch das Team verbessert. Dann dementsprechend viele Sachen freigeschaltet, Packs und alles Mögliche. Nach dem dritten Spiel dann eben auch die ganzen Juli-Aufgaben durchgehabt und dementsprechend Packs zum Öffnen bekommen. Heißt, nach nur 4, 3 Spielen sah dann mein Lineup so aus. Noch ein 84er aus den Sachen bekommen, das Ultimate Pack, 2 Jumbo-Profi-Packs, also. Sagen wir so, von Anfang, gerade im Oktober hätte ich mir gewünscht, ich hätte so eine Aufstellung von dem, aber jetzt für den Start ist es schon mal ganz gut. Nicht wundern, ich habe hier automatisch Auffüllung gemacht, deswegen stimmt hier auch keinerlei Positionen. Und ganz wichtig, da falle ich auch jedes Jahr mindestens 2-mal drauf rein. Erst wenn ihr diese ganzen Trainingslagerziele abgeschlossen habt, schaltet ihr das Auktionshaus frei. Also diese Meldung kommt dann erst, wenn man eben die ganzen Trainingslagerziele erfüllt hat. Wie gesagt, ob da geguckt, wie komme ich jetzt da rein, aber hat's schon vergessen. Dann habe ich diese Bonino-Bonino-Moments gespielt, denn gleich im ersten Spiel muss man nur ein Tor auf Rookie mit Bonino erzielen, dann bekommt man diese Karte. Zwar ist nichts Herausragendes, aber zumindest von Anfang für die erste Reihe durchaus brauchbar. Machen wir da automatisch auffüllen, rein aus Versuchszwecken und somit schaut unsere Aufstellung zumindest von Anfang schon mal durchaus brauchbar aus. Dann noch 3 Hood Rush-Spiele gemacht, die Trainingslager-Moments abgeschlossen und jetzt machen wir unser erstes X-Factor Choice Pack auf. Natürlich jetzt Makar oder McDavid oder einen von den, ich sag mal, von den besseren, nehmen wir vom Vorteil. Wir haben lang kein X-Factor Choice mehr aufgemacht. Wir haben Braden Point. Rasmus Dahlin. Dass wir die dann alle bis nach oben jetzt upgraden können, ist auch klar, aber gerade von Anfang. Und die ist, okay, die ist raus. Ich glaube, ich wäre hier am meisten, ehrlich gesagt, bei Rasmus Dahlin. Wir haben auch sogar in unserem Ultimate Pack einen Power-Up-Collectible drin gehabt. Also vielleicht kriegen wir den sogar hier bis 85 können wir den jetzt direkt upgraden. Also wir schauen auch nach der Darlin-Basiskarte recht günstig. 2600 ist der billigste. Wir haben 13.200 Münzen, also schaut jetzt gar nicht so übel aus. Nehmen wir mal. Und somit ist das unser Lineup nach insgesamt 4 Hood Rush-Spielen, 2 Moments und 3 Squad Battles of Rookie.
Jetzt kann man das Ganze natürlich weiterspielen, nachdem wir jetzt ein Objekt, in dem Fall was bei uns Darlehen gekauft haben, haben wir ja auch hier den Einarzgarnick Schmalz bekommen. Den können wir dementsprechend ins Line-Up stecken und auch hier in kürzester Zeit, wir meinen, wir haben noch fast 7 Tage, noch 6 Tage Zeit, können wir uns jetzt einen 94er Schmalz freischalten und mit ganzen Sachen, gerade mal Patchy Ready als Center spielen lässt zum Beispiel, bekommt man hier noch Fortschritt, man bekommt Münzen, man bekommt Packs, also da ein echter guter Weg. Dann zu denen, dass wir den Elites Werenski im Line-Up haben, heißt, wenn man insgesamt 4 Spiele abgeschlossen hat, bekommt man einen Fiala, ein paar Spiele später bekommt man nochmal Pavelski auch 86er, 2 jeweils, also echt für jetzt als komplett Neueinsteiger, wenn man das Spiel schon kennt und nicht groß Einführung braucht, auf jeden Fall ein guter Weg, um hier auch schnell voranzukommen. Ich glaube, ich werde diese Sachen hier noch machen und dann dementsprechend versuchen, mich online irgendwo einzureihen. Das war mal so der Weg, den man jetzt hier gehen kann. Wie gesagt, gerade für Neueinsteiger kann man sich dann doch schnell ein Team zusammenbauen, mit dem man zumindest einigermaßen spielen kann, wo vielleicht noch ein paar Basiskarten in der 4. Reihe sind, aber zumindest kann man damit spielen und denkt dran, da kommen jetzt viele neue dazu, die eben mit PS Plus auf dieses Spiel aufmerksam geworden sind. Und dementsprechend genauso mit dem gleichen Lineup dastehen oder mit den gleichen Spielern dastehen wie ihr. Also von dem her, das könnte vielleicht ein kleiner Anreiz sein, beziehungsweise ein kleiner Vorteil, wenn ihr dieses Video gesehen habt und das so macht, wie ich das euch vorgeschlagen habe. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Einschalten und sauber bleiben. Ciao.